Moin zusammen, es ist wieder Mittwoch, Zeit für die Natural Leadership Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt. Heute geht es um das Thema Prokrastination, also Aufschieberitis. Ich werde ganz oft gefragt, sag mal, schiebst du nichts auf? Du bist immer so wahnsinnig produktiv. Das muss daran liegen, dass du keinen Fernseher hast oder sonst irgendwas. Also, klar, okay, ich habe keinen Fernseher, aber ich habe trotzdem Netflix, YouTube, Amazon Prime und wie sie nicht alle heißen am Start. Selbstverständlich. Das ist auch nur menschlich. Und natürlich schiebe ich auch Sachen auf. Allerdings habe ich mir angewöhnt, wenn ich Dinge aufschiebe, die ich nicht so gerne machen möchte, wie zum Beispiel manchmal, ja, Buchhaltung finde ich manchmal nicht so toll oder eine Zeit lang fand ich Kaltakquise auch nicht so super. Da habe ich das dann so gemacht, dass ich mich trotzdem an den Schreibtisch gesetzt habe und habe dann die Dinge gemacht, die ich gerne mache. Ist ja jetzt nicht so, dass ich hier keine To-Do-Liste hätte und auf der To-Do-Liste steht immer etwas. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt so ein, was echt wichtig ist, aber da will ich nicht so richtig ran, dann mache ich erstmal die Sachen, die mir echt Spaß machen und die mir leicht von der Hand gehen. Podcast oder einen Blog zu schreiben oder irgendwas zu schreiben habe ich immer. Von daher mache ich dann sowas. Und ehrlich gesagt ist das hier auch gerade ein Aufschieberitis-Podcast. Ich müsste nämlich eigentlich was ganz anderes machen. Was erzähle ich euch jetzt erstmal nicht. Das bleibt geheim. Aber wie gesagt, ich nutze diese Zeit produktiv. Ich habe feste Zeiten, wo ich mich ins Büro setze oder auch weiß, okay, na, so komm, jetzt müsstest du da ran. Und ich gehe dem Büro schon mal nicht aus dem Weg. In der Regel ist es ja so, wenn du einen normalen 9-to-5-Job hast, kannst du das ja auch nicht machen. Da bist du ja sowieso im Büro. Also wenn du sowieso schon da bist, dann guck doch mal, ob du irgendetwas machen könntest, was dir Spaß macht. Das macht dich dann produktiv. Und wenn du dann produktiv bist, so geht es mir zumindest, dann irgendwann ist es so, ach so, hier, komm, jetzt bin ich sowieso schon dabei, jetzt bin ich eh im Flow, dann kann ich auch das machen, was ich eigentlich vor mir hergeschoben habe. So funktioniert es bei mir. Also, produktive Aufschieberitis nenne ich das. Das war's schon von meinem produktiven Aufschieberitis-Podcast. Das waren die Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken und es war mir ein Fest, dass du meinen Gedanken gefolgt bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.